Staring at herself in the mirror on the restroom door. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen. Ich bin Katja, 37 Jahre alt und heute packe ich mit euch zusammen die neue Glossy Box aus. Die ist jetzt endlich angekommen, heute ist der 19. Normalerweise sind sie so um den 10. und 15. hier. Aber diesen Monat gab es echt arge Probleme wieder bei Glossy Box. Also ich frage mich echt, wo da der ihren Problem ist. Nicht nur bei mir, auch bei anderen gab es diesen Monat wohl Probleme bei der PayPal-Zahlung. Also bei mir ist es ein Automatismus. Es wird automatisch von PayPal abgebucht. PayPal bucht von meinem Konto ab. Und bei mir war es am 1.10. der Fall. Ich kriegte zwei E-Mails. Eine E-Mail Glossy Box, Probleme bei der Zahlung festgestellt, und eine E-Mail zeitgleich, wirklich zeitgleich, von PayPal, wir haben eine Zahlung beauftragt und fertig. Ne? Sie haben eine Zahlung in Auftrag gegeben an Glossybox über für das 3-Monats-Abo 43,50 €. Hä? Ich sag, was? Ne? Wirklich zeitgleich, Glossybox sagt, Zahlung konnte nicht betätigt werden, ne? Und gleichzeitig PayPal, ja, aber bezahlt, super, wunderbar. Ja, ich habe dann direkt den Kundendienst angeschrieben, weil Glossybox dann auch schrieb, solange die Zahlung nicht behoben ist oder der Rückstand nicht behoben ist, kann nicht ausgeliefert werden. Ich habe dann direkt den Kundenservice angeschrieben. Kundenservice, Glossybox, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich sage immer, wie kann das sein? Ich habe gleichzeitig eine E-Mail von PayPal gekriegt. Ja, das hat dann, das ging recht schnell. Ich sollte doch bitte über das Kundenportal, das ging nur am PC, ein Screenshot vom PayPal schicken, dass das bezahlt wurde. War gut, alles klar. Das war aber dann jetzt das Wochenende, wo der Mann und ich weg waren. Ich habe das dann montags direkt gemacht, habe mich dann quasi über den PC in meinem Glossybox-Account angemeldet, habe dann den Screenshot, den ich auf dem Handy gemacht habe, irgendwie an eine andere E-Mail-Adresse geschickt, damit ich es auf dem PC habe. Auf jeden Fall habe ich das dann an Glossybox geschickt und dann kam nichts. Nichts. Und ich glaube, das war dann der 4., wo ich das hingeschickt habe. Dann habe ich am 6. habe ich dann nochmal angeschrieben. Ich sag mal, was ist denn jetzt, ne? Ja, müsste mich gedulden. Das wurde an die entsprechende Abteilung weitergeleitet. Ja, 10. immer noch nichts gehört. Ich glaube, so um den 12. rum, 12., 13. kam dann die Info, oder habe ich dann von PayPal die Info gekriegt, dass mir Geld zurückbezahlt wurde von Glossybox über 43,50 €. Selma, wollt ihr mich veräppeln? Ne? Ihr hattet doch euer Geld, warum sagt ihr denn dann, ihr hättet es nicht gehabt? Naja, auf jeden Fall, ich habe es dann nochmal angewiesen. Ende vom Lied, ich habe sie jetzt endlich. Ich hoffe, die anderen konnten das dann auch so glimpflich über die Bühne bringen. Es werden jetzt wahrscheinlich hunderte von Glossybox-Unboxings gleichzeitig online kommen. Und ich habe übrigens noch mehr Unboxings hier stehen. Auf jeden Fall, wir packen die jetzt aus. Der Ärger ist behoben. Einmal muss da ja jeder mal durch. Ja, gut, ne? Wenn ich das nicht alleine war, dann lässt sich das verzeihen. So, wir packen aus. Und diesen Monat ist die ja in diesem Special. Und ich finde die so unheimlich geil, diese Box. Also vom Aussehen her, ne? Was drin ist, sehen wir dann gleich. Richtig geil. Erinnert mich immer so ein bisschen an Shades of Grey. Ne? Wer hat es jetzt nicht in Free TV gesehen? Aber ich kann die Filme ja schon auswendig. Ne? So, dann wie immer HelloFresh. Hol dir die Steuer zurück, was dir zusteht. Okay. Ja, wir haben nachbezahlt dieses Jahr. Dann irgendein Rabattcode für Best Secrets. Rabattcode für Adidas Pur. Ne? Wer den haben möchte, hier unten steht er. Und dann noch einen Monat gratis testen für Futter. Ja. So. Darauf freue ich mich am meisten. The Secret. The Magical Masquerade. The Secret. So ist der erste Blick von innen. Und jetzt bin ich echt mal gespannt. Das ist das Heftchen. Ich werde wieder Stück für Stück vorgehen. Wo wir anfangen, sehen wir ja dann gleich. Alles klar. Lieber Glossy, mit diesem Flyer erhältst du ein kleines Produktupdate zu unserem Oktobermagazin, das du ebenfalls in deiner The Magical Masquerade Edition findest. Leider haben wir die mit Covid-19 zusammenhängenden Lieferschwierigkeiten noch nicht komplett überwunden. Deshalb wirst du in deiner Box nicht wie ursprünglich geplant den Face Mask Brush von Basic Skin, Magazin Seite 5, vorfinden. Stattdessen warten zwei Optimalprodukte
Highlights auf dich. Freu dich auf die Lash Changer Volume Mascara Waterproof von Catrice oder den Bite Size Eyeshadow Berry Bat von e.l.f. Cosmetics. Alle Infos zu den beiden Must-Haves findest du auf diesem Flyer. Wir hoffen, dir mit einer dieser beiden Optionen eine mindestens genauso große Freude machen zu können und wünschen dir viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren. Ja, Lieferschwierigkeiten aufgrund von Covid-19 müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, ne? So, hier haben wir diese wundervoll tolle Maske. Da kann man ein Bändchen einführen und ich finde, dass dieses Bändchen, was diese Woche, diesen Monat in der Box drin ist, doch dazu phänomenal gut verwendet werden kann. So, ne? Einfach einführen. Sollte man vielleicht teilen, damit man das dann auch hinten noch zusammenbinden kann. Aber das ist jetzt so meine Idee, wie man das machen könnte. So, wir öffnen jetzt diesen auch farblich wundervoll passenden Glossy Aufkleber. Und ja, gut, das Produkt habe ich ja nicht. Dann fangen wir mit der Wow Catrice Lash Changer Volume Mascara Waterproof an. Originalprodukt kostet 4,99 €. Ja, eine Mascara, ne? Waterproof. Waterproof finde ich nicht verkehrt. Jetzt im Winter schmilzt man nicht mehr weg. Aber ja, das ist das Bürstchen. Finde ich auch in Ordnung. Und ich freue mich sehr, dieses Produkt austesten zu können. Catrice, mit der Mascara bin ich eh immer sehr zufrieden. Deswegen, mir gefällt es. Ich freue mich drüber. So, als nächstes, ist es das überhaupt? Haben wir hier von Josephine Cosmetics Lip Power, The Bold Matte Liquid Lipstick. Originalprodukt kostet 25 €. So schaut's aus. Ein richtig tolles Packaging, nennt man das so? Da will gar nicht raus. Das ist das kleine Bürstchen. So schaut's aus. Ja, wie soll ich die Farbe beschreiben? Bisschen dunkel hier, ne? Und sind Lampen kaputt gegangen. Wie beschreibe ich? Ja, nude, glänzend, nicht matt. Das hier ist die Farbe Philou, kann es sein? Naja, wir werden es mal testen. Genau. So, also 25 €. Als nächstes habe ich hier von Hey Honey ein Uncover Detoxifying Matte Mask. Okay, kostet Originalprodukt 65 € für 50 ml und das hier sind 20 ml, die kosten 26 €. Und was kann das? Honey zeigt dir dein strahlendes Gesicht. Dieses Beauty-Wunder bringt deine Haut zum Leuchten. Wie? Die hochwertige Maske 1, haben wir ja nicht. Die schwarzen Mattmask mit Beauty-Schlamm aus dem Toten Meer. Sie klärt, entgiftet und verkleinert optisch die Poren. Obendrein wirkt Bienenpropolis gegen Unreinheiten aus über 99% natürlichen Inhaltsstoffen. Ha, genau passend für mich. Anwendung Gold and Honey Beauty Mask 1 bis 2 Mal wöchentlich. Und die Mattmask, eine dünne, gleichmäßige Schicht auf das Gesicht auftragen, dabei die Augenpartie aussparen. 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, bis sie getrocknet ist. Damit kaltem Wasser abspülen. Haut anschließend wie gewohnt pflegen. Okay, ich habe mir eben so ein Maskenauftragsding, Pinsel, Bums da gekauft. Ja, können wir direkt ausprobieren. Ja, dann wäre ja dieser Pinsel drin gewesen, der ja Covid-19-bedingt Lieferverzögerungen hat. Gewitt nicht. Okay, über Pinsel hätte ich mich allerdings auch gefreut, aber mit der Mascara bin ich zufrieden. Genau, so, dann haben wir hier von Koeshi ein Berry Shower Gel. Muss ja nicht vorlesen, wie man das anwendet, ne? Und schon kaputt. Auf jeden Fall riecht sehr bärig. Bin auch froh, dass ich rote bzw. schwarze Beeren, ich mag ja Vanille, also es hätte noch Vanille geben können, mag ich nicht so gerne. Bärenduft ist mir lieber. Werde ich auf jeden Fall anwenden. Hier, das sind 200 ml. Sind es 200 ml? Jawohl. Kosten 6,30 €. Würde ich mir so auch im Handel nicht kaufen. Ja, jetzt haben wir das letzte Produkt schon. Und da habe ich optional gekriegt ein Elnett L'Oréal Paris Haarspray. Ja,
Wenn ich Haarspray nutzen würde, würde ich mich hier drüber bestimmt sehr freuen. Ab und zu sprühe ich mir, ab und zu nutze ich es, ne? Sprühe ich mir die Babyhaare fest. Hab da eins vom Rossmann stehen. Das wird auch demnächst bestimmt leer sein. Deswegen ist jetzt nicht verkehrt, kann in mein Backup. Ja, hat UV-Filter, stark gehalt, Colorschutz, ist jetzt nicht extra lange Farbfrische. Ja, ich habe ja nichts Getöntes oder Gefärbtes. Spiegelnd leichtes Ausbürsten. Ja, gut. Okay. Das war's. Die Kiste ist Mio, 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 Mio. Kiste ist komplett leer. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Also über die Mascara freue ich mich, also das Ersatzprodukt. Es hätte auch noch, statt dem Haarspray hätte es geben können, eine Zahnbürste aus nachwachsenden Rohstoffen. Dann Turban Haarmaske, die hätte ich auch genommen. Ja, hier ein hochverträglicher Mini-Mascara. Goldeye, also Augenpads und nochmal Augenpads. Und hier ist auch noch Eau de Parfum von S. Oliver. Ja, genau. Also, nee, ich bin ja zufrieden. Doch, kann man lassen dafür, dass die sich diesen Monat sehr viel Zeit gelassen haben und Probleme waren. Es ist alles hier löst. Ende gut, alles gut. Ja, wenn ihr die Glossy Box mal ausprobieren möchtet, dann schaut mal unten in die Infobox. Ich habe euch da was hingeschrieben, was ihr machen könnt und müsst. Und ja, probiert sie mal aus. Ihr könnt dabei auch sparen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.